und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Kompaktformat unserer Spanien-Rundtour 2022. In diesem Video über unsere rund achtwöchige Frühjahrstour findet ihr kompakte Informationen zu Reiseorten, Streckenabschnitten und Stellplätzen. Es sind natürlich nur Vorschläge und es gibt jederzeit Alternativen. Ich werde wieder eine Stellplatzliste zusammenstellen, die ihr anschließend herunterladen könnt. Den Link findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Für genauere Informationen stehen euch zudem die 11 ausführlichen Reisedoku-Videos auf meinem Kanal zur Verfügung. Also, los geht's! Der 4. April, an dem wir starten, ist ein Sonntag. Und so kommen wir trotz einiger Umleitungen recht zügig im Reisemobilpark Treviris in Trier an. In Luxemburg wird schnell noch einmal getankt und dann heißt es leider wieder Péager. Aber insbesondere nachts wird es noch sehr kalt und wir wollen schnell in den Süden. Tatsächlich fahren wir an diesem Tag gut 800 Kilometer und rund 60 Euro Autobahngebühren werden fällig. Das muss man nicht so machen. Ich empfehle euch einen Zwischenstopp, zum Beispiel bei Mâcon. Wir hingegen erreichen heute nach langer Fahrt den wunderbaren Stellplatz Domaine Saint-Famin am Rande von Uzès und haben auch hier noch minus 6 Grad heute Nacht. Immerhin tagsüber kann man zum Beispiel auf dem Place aux Herbes gut draußen sitzen und wir bleiben einen Tag an diesem wunderbaren Ort. Durch die imposante Schlucht des Gardons geht es weiter auf die Autobahn. Für die Strecke bis Pourvèdre, kurz vor der spanischen Grenze, zahlen wir gut 30 Euro Autobahngebühren. Der kleine Stellplatz gegenüber des Fischerortes ist beliebt. Am Hafen gibt es einige nette Cafés und Restaurants und immer etwas zu sehen. Zum Beispiel, wenn ein Fischerboot einläuft. Wir fühlen uns hier wohl und erstmalig erreichen die Temperaturen fast 20 Grad. Und so besuchen wir auch noch den wunderschönen Nachbarort Collioure, den man per Auto, Fahrrad oder sogar zu Fuß erreichen kann. Hier habe ich dann auch die Möwe gefilmt, die ihr ja bereits von den Spanien-Videos her kennt. Dann geht es weiter über die spanische Grenze an die Costa Brava. Die alte Grenzstation ist zwar nicht mehr vorzeigbar, aber ihr solltet euch Zeit lassen, denn auf dieser Etappe gibt es einige schöne Streckenabschnitte. Irgendwann schauen wir von oben auf Cadaqué, unser nächstes Ziel. Ihr parkt euer Auto gleich am Anfang des Ortes. Der kleine weiße Küstenort ist malerisch und es gibt einen wunderbaren Weg am Wasser entlang. Viele Künstler haben hier gewirkt. Und auch Salvador Dali hat ein Haus in der Nähe gebaut, das besichtigt werden kann. Wir übernachten ganz in der Nähe, im Autokaravaningpark Roses. 73 Kilometer sind wir heute bis dahin gefahren. Hier gibt es zwar tolle breite Strände, aber auch die typischen Bettenburgen. Unsere nächste Etappe geht heute bis Girona. Vorher besuchen wir jedoch das fantastische Teatro Museo Dali in Figueres. In der Ruine des alten Stadttheaters ist hier ein tolles Museum entstanden und hier lerne ich, wie man eine der wunderbaren Deckenmalereien Dalis abfilmt. Salvador Dali, ein Ausnahmekünstler und Besessener seiner Kunst. Insgesamt 70 Kilometer sind wir heute Abend gefahren. Der Stellplatz in Girona ist nicht gerade charmant, aber er liegt zentral und ruhig. Und von hier aus ist es nicht weit zu den bunten Häusern in der Altstadt. Lasst euch einfach treiben durch die Gassen dieser sympathischen kleinen Stadt. Am nächsten Tag geht es zurück ans Wasser. Zwischen San Filio de Gixols und Tossa de Mar erwartet uns eine wunderschöne Küstenstrecke. Auf mehreren Parkplätzen halten wir an und genießen die unglaublich schönen Ausblicke. Allerdings sind wir hier heute am Wochenende nicht allein und die vielen Motorradfahrer legen zum Teil ein flottes Tempo vor. Schließlich sehen wir tief unter uns Tossa de Mar, wo wir nach rund 55 Kilometern heute Nacht bleiben werden. Erste Teile des Ortes mit der alten Stadtmauer und den markanten Türmen entstanden bereits im 12. Jahrhundert und es macht Spaß, hier hochzugehen. Von oben nach allen Seiten eine tolle Aussicht. Ein Leuchtturm on top und wunderbar schmeckende Tapas.
Wieder einmal geht ein ereignisreicher Costa Brava-Tag zu Ende. Eine wichtige Entscheidung. Wir canceln Barcelona und besuchen dafür die Abadia de Montserrat. Das gewaltige Kloster liegt auf rund 700 Meter Höhe und hinauf geht es mit der Zahnradbahn. Der Ausblick von hier oben bis in die Pyrenäen ist einfach atemberaubend. Und auch die Zugfahrt abwärts ist wieder ein besonderes Erlebnis. Nach insgesamt 240 Kilometern verbringen wir auf dem Campingplatz Cambrils die nächste Nacht. Hier finden wir wunderbar breite Sandstrände und einen einladenden Swimmingpool mit noch frischen Temperaturen. Heute müssen wir uns wieder entscheiden, fahren wir die Küste weiter hinunter oder zunächst ins Inland. Das Wetter sagt, zunächst ins Inland. Und wir erreichen Saragossa. Weithin sichtbar die Basilika mit ihren bunten Dächern. Und gleich nebenan dieser fantastische Brunnen. Saragossa verfügt über eine lebendige und begeisternde Altstadt. Einige Teile könnten etwas Pflege gebrauchen. Und dann im Gegensatz dazu dieser hochmoderne und futuristische Bahnhof, viel zu groß und fast menschenleer. Saragossa, eine merkwürdige Mischung aus hochmodern und alt. Wir fahren heute noch eine kleine Strecke und übernachten in Calatayud rund 100 Kilometer in Richtung Madrid. Gut 200 Kilometer weiter erreichen wir die Hauptstadt, unser nächstes Ziel. Übrigens sind fast alle Autobahnen in Spanien kostenlos. Der Campingplatz Osuna ist von Norden aus gut zu erreichen. Witzig hier, ein Westfalia T2 als Follow-Me-Fahrzeug. 10 Minuten von hier zu Fuß, dann geht es mit der U-Bahn direkt in das Zentrum. Madrid begeistert uns, aber es ist voll. Insbesondere am Playa Mayor, um die Kathedrale herum, sowie am Herrschaftspalast. Der Blick von der Terrasse am Palast ist unglaublich. Bis weithin in schneebedeckte Berge. Madrid liegt fast 700 Meter hoch. Wir sehen stylische Wolkenkratzer am Plaza de España, die uns an das alte New York erinnern. Wir laufen durch belebte und weniger belebte Altstadtquartiere, wie zum Beispiel dem Stadtteil Malasaña, in dem man vorwiegend Einheimische trifft. Überall wunderbare Tapa-Bars. Und hier ist schon mittags etwas los. Dieses alte Bahnhofsgebäude überrascht. Es ist wohl die wunderschönste Bahnhofswartehalle der Welt. Wir genießen die vielen gepflegten Parks. Bei diesem tollen Frühlingswetter sind sie richtig belebt. Wir lassen einige der vielen Kunstangebote von Madrid auf uns wirken. Und oft sitzen wir in den vielen Cafés und Restaurants dieser wunderbar lebendigen Metropole. Insgesamt 5 Tage bleiben wir über Ostern in Madrid und auf dem Campingplatz ist es ein bisschen so wie Urlaub in der Stadt. Auf unserer Fahrt ans Mittelmeer übernachten wir in dem kleinen Städtchen Cuenca. Es gibt hier einen kleinen kostenlosen Stellplatz der Gemeinde außerhalb an einem Flüsschen. Wir stellen unser Fahrzeug später allerdings noch auf einen zentralen Stellplatz um. Was ist nun das Besondere an Cuenca? Es liegt exponiert auf einem hohen Felsplateau und man schaut von dort aus tief hinunter. Die faszinierendste Sehenswürdigkeit dieser Stadt sind allerdings die sogenannten hängenden Häuser, die man am besten von dieser alten Brücke aus sehen kann. Unsere nächste Etappe geht nach Saler in der Nähe von Valencia. Dabei geht es zum Teil über schnurgerade Straßen und über weite Hochebenen. In Saler gibt es mehrere Camping- und Stellplätze. Es ist ein sehr guter Ausgangspunkt für Touren nach Valencia, per Fahrrad und per Bus. Das Wasser des Mittelmeeres ist wunderbar türkis. Wir genießen eine Paella in cremiger Form, die ihren Ursprung hier hat. Nach einem kräftigen Regentag geht es los nach Valencia. Und hier verschaffen wir uns von den Torres de Serranos zunächst einmal einen Überblick. Wir laufen durch die belebten Straßen und stehen vor der Kathedrale. Der davorliegende
Plaza de la Reina wird leider zurzeit umgebaut, dürfte aber bald fertig sein. Wunderbar die filigrane Dachkonstruktion der belebten Markthalle. Wir sehen ehrwürdige Säle in der alten Seidenbörse. Wir erleben riesige Plätze mit Springbrunnen und wunderschönen Häuserfronten. Wir sehen einen Bahnhof wie aus dem Disneyland. Wir laufen durch die hypermoderne Stadt der Künste und Wissenschaften, unter anderem von Stararchitekten wie Calatrava erbaut. Wir lassen uns einfangen durch eine bunte Multimedia-Show über den spanischen Regisseur Luis García Berlanga. Er wäre letztes Jahr 100 Jahre alt geworden. Wir genießen Valencias süße Köstlichkeiten, sitzen in wunderbaren Restaurants außerhalb der Hotspots und treffen nette Leute. Valencia ist einfach klasse. Die Abreise nach 4 Tagen gestaltet sich zwar etwas schwierig, aber dank ACE-Pannendienst sind wir bald wieder flott. Und wir bleiben gleich ganz in der Nähe auf einem richtig schönen Stellplatz. Hier geht alles sehr relaxed zu. Mit den Fahrrädern fahren wir durch die riesigen Orangenplantagen drumherum, deren Blüten süß duften. Einfach betörend. Und wo gibt es bei diesem Sommerwetter auch noch so einen breiten, feinen und leeren Sandstrand? Cabo da Gata ist ein Naturschutzgebiet und eines der letzten, kaum bebauten Refugien am Mittelmeer. Vorbei geht es an Benidorm, das ein bisschen an Dubai erinnert, sowie durch die riesigen Obst- und Gemüseanbaugebiete um Murcia herum. Als Biosphärenreservat verfügt Cabo da Gata über die Vegetation einer Halbwüste. Aufregend der Blick vom Faro aus auf die Küstenlinie mit vulkanischem Ursprung. Wüstenfans sollten hier unbedingt länger bleiben. Auf dem Campingplatz heute Abend draußen sitzen geht nicht, denn die Mücken kommen. Überall gibt es hier Bewässerungsbecken. Unser Ziel heute ist die berühmte Alhambra in Granada. Die schneebedeckten Berge der Sierra Nevada vor uns führt die Straße immer höher. Der Stellplatz an der Alhambra ist voll und teuer und wir werden hier nicht übernachten. Die Alhambra ist das wohl bekannteste und beeindruckendste Monument der maurischen Baukultur und der islamischen Kunst in Europa. Und sie ist wirklich beeindruckend, aber auch eine der meistbesuchten Touristenattraktionen ganz Europas. Heute ist es voll und da Reisegruppen grundsätzlich vorgelassen werden, steht man oft an. Wir haben heute leider nicht die richtige Tageszeit gewählt. Auf dem teuren und seelenlosen Stellplatz an der Alhambra wollen wir heute Nacht nicht stehen. Wir fahren noch gut 100 Kilometer weiter bis Antequera. Wunderschön der Blick auf die Berge und die Festung Alcazaba. Wegen seiner Lage an wichtigen Verbindungswegen kriegt das nette Städtchen Antequera auch den Beinamen Herz von Andalusien. Ronda, unser nächstes Ziel, ist jetzt nur noch rund 90 Kilometer entfernt und auf dem Weg dorthin geht es in das andalusische Bergland hinein. Der Stellplatz liegt zwar recht zentral am Rande des Ortes, bis zu den Sehenswürdigkeiten muss man aber ein bisschen laufen, unter anderem durch die Haupteinkaufsstraße. Die maurisch geprägte Altstadt von Ronda liegt spektakulär auf einem rundum steil abfallenden Felsplateau. Der Abgrund dorthin wird von 3 Brücken überspannt, unter anderem von der beeindruckenden Puente Nuevo. Wir erreichen heute den südlichsten Punkt unserer Reise an der Straße von Gibraltar, genau gegenüber von Afrika. Auf kleinen Straßen fahren wir noch weiter durch die Berge Andalusiens und sind dort fast alleine. Immer wieder wunderbare Ausblicke. Zu dieser Jahreszeit ist alles grün und blüht. Viele der sogenannten weißen Dörfer sind zum Teil heftig überlaufen. Gaussin macht da heute eine Ausnahme und wir können in Ruhe die kleinen Gassen des Dörfchens bewundern. An diesem Gebirgsmassiv sollen unter anderem auch Geier und Adler zu beobachten sein. Und dann liegt sie plötzlich vor uns, die afrikanische Küste. Tief unter uns die Straße von Gibraltar und die südlichste Stadt des Kontinents, Tarifa.
Südlicher geht es in Spanien nicht. Ein passender Ort, um zu überwintern. Wir sitzen in einer netten Strandbar und hier geht es sehr gelassen zu. Ein kleines Stück fahren wir heute jedoch noch weiter, bis auf einen Campingplatz in der Nähe von Sahara de los Atunes. Der Platz liegt direkt an den langen Stränden der Costa de la Luz, an der Küste des Lichts, hier mit Blick hinüber nach Marokko. Im Fischereihafen des benachbarten Babate werden heute riesige Thunfische angelandet. Ein Anblick, der mich nicht unberührt lässt und nachdenklich macht. Cadiz, rund 75 Kilometer weiter, hatten wir gar nicht auf dem Programm. Aber es soll dort einen besonders schönen Stellplatz geben, direkt am Wasser. Es ist zwar nur ein Parkplatz, aber die Lage ist einmalig. Von hier aus ist es gar nicht weit in die wunderschöne Altstadt. Und Cadiz ist für uns eine echte Überraschung. Wir laufen über helle und belebte Plätze, bewundern die ungewöhnliche Kathedrale mit ihrer glänzenden Kuppel und tauchen in das bunte Leben der Markthalle ein. Allerdings wird es dann immer voller. Die Passagiere eines riesigen Kreuzfahrtschiffes überfluten regelrecht die Stadt. Später wird es dann wieder ruhiger. Aber schon am nächsten Tag kommen neue Schiffe. Wir erleben an der Wasserkante einen Sonnenuntergang, den man so leicht nicht vergisst. Und am nächsten Tag geht es weiter nach Sevilla. Den zentralen Stellplatz dort können wir gar nicht so einfach erreichen, denn hier ist heute richtig was los. Schließlich schaffen wir es doch. Sevilla ist im Ausnahmezustand. Ausgerechnet heute, am 1. Mai, wird die Feria de Abril eröffnet. Es ist das größte Volksfest Spaniens und entspricht in seiner Bedeutung wohl ungefähr dem Oktoberfest in München. Wir bewundern die Kathedrale, eine der größten Kirchen der Welt. Wir fahren und gehen durch die engen und verwinkelten Gassen der Altstadt. Wir besteigen die Setas von Sevilla, eine kühne und ungewöhnliche Holzkonstruktion mit wunderschönen Ausblicken in alle Richtungen. Wir bewundern den riesigen und halbrunden Palast auf dem Plaza de España wie im Märchen. Und wir genießen die Parkanlagen drumherum. Eine zweite Nacht wollen wir jedoch nicht neben dem Festgelände verbringen. El Rocío ist nicht weit, fast das Gegenteil von Sevilla und wie eine verschlafene Westernstadt. Aber es ist der größte Wallfahrtsort Spaniens und nur zwei Wochen im Jahr ist hier richtig etwas los. Hier auf dem Campingplatz viel Sand. Es gibt noch eine zweite Besonderheit. El Rocío liegt direkt am Parque Nacional de Doñana, einem riesigen Feuchtgebiet und Naturschutzgelände. Und so trifft man hier Storchennester auf Hochspannungsmasten öfter am Rande des Naturschutzgebietes. Wir fahren an der Küste entlang mit riesigen Dünen und Cliffs und dann weiter in Richtung Portugal. Hinter der Grenzbrücke über den Guadiana werden Kennzeichen und Kreditkarte eingescannt. Die Autobahngebühren werden jetzt automatisch erfasst. Der Algarve Motorhome Park Falesia ist beliebt, auch bei Überwinterern. Rund 100 Meter dahinter geht es hinunter zum langen Sandstrand. Beeindruckend hier die riesigen bunten Cliffs. Hier unten an der Algarve ist eigentlich immer Badesaison. Wir haben Portugal schon mehrfach bereist und insofern geht unsere Tour jetzt in etwas größeren Schritten voran. Die Fahrt durchs Inland geht über grüne Wiesen, alles brummt und summt. In Vila Nova de Milfontes übernachten wir auf einem der beiden Campingplätze. Auch diesen süßen kleinen Badeort kennen wir bereits. Im Sommer kann es hier schon einmal sehr voll werden. Am Ufer des Rio Mira liegt dieses wunderbare Restaurant und wir haben gehofft, dass es geöffnet hat. Gegrillter Robalo, mein Tipp. Wir genießen das Essen sowie den Blick auf das türkise Wasser und die langen Sandstrände auf der anderen Flussseite. Wir fahren jetzt von hier aus zu unseren Freunden in der Nähe von Obidos. Für kleinere Etappen empfehle ich
Porto Covo, Setúbal, Cascais, von wo aus man gut Lissabon erreichen kann, sowie Peniche mit seinen tollen Stränden. Bei unseren Freunden in der Nähe von Peniche und Obidos bleiben wir ein paar Tage und stehen wunderbar zwischen riesigen Obstplantagen. Dann müssen wir uns leider wieder verabschieden und unsere Reise geht weiter. Auf kleinen Straßen tingeln wir zunächst an der Küste entlang bis in die Nähe von Aveiro. An der fabelhaften Lagune von Obidos gibt es in Foz do Arelho einen Stellplatz, der insbesondere auch bei Windsurfern beliebt ist. Die Straßen sind hier zum Teil sehr schmal und nicht unbedingt für große Fahrzeuge geeignet. Tief unten der lange, aber nicht ungefährliche Praia do Salgado und ein Stück weiter Nazaré. Zu bestimmten Zeiten treffen sich hier auf riesigen Wellen die weltbesten Surfer. An dieser aufregenden Küste findet ihr an mehreren Orten Stell- und Campingplätze. Wir fahren heute bis zum Praia da Vagueira. Wir wollen heute das Douro-Tal befahren und haben uns hierzu einiges vorgenommen. Im unteren Teil des Tales führen die Straßen nicht etwa an den Flussufern entlang, sondern auf und ab über die Berge. Dafür werden einem an vielen Stellen grandiose Aussichten präsentiert. Und je weiter wir den Fluss aufwärts fahren, desto mehr Wein wird angebaut. Im Nachhinein wäre es wohl günstiger gewesen, bis Peso da Régua auf der Autobahn zu fahren und von dort aus weiter flussaufwärts. So aber übernachten wir dort und beenden unsere Flusstour, genießen abends den Sonnenuntergang und am nächsten Morgen die Kreuzfahrtschiffe, die an uns vorüberziehen. Auch für Galizien bleibt auf dieser Reise keine Zeit mehr. Wir haben wohl zu sehr gebummelt. Und so geht es heute in einem Rutsch aus dem Tal heraus und über die kantabrischen Kordilleren bis nach Santander. Bei trübem Wetter stehen wir auf dem Sommercampingplatz Cabo Mayor um diese Zeit noch fast alleine. Dabei ist das Umfeld um den Leuchtturm herum wunderschön und parkähnlich gepflegt. Santander hat durchaus etwas zu bieten, wir aber wollen heute rechtzeitig in Bilbao ankommen. Auf dem beliebten Stellplatz Kobe Tamendi läuft bereits um 11 Uhr das Anreisegeschäft. Den frei umherlaufenden Schimmel interessiert das wenig. Aber diese Aussicht ist der Grund für die Attraktivität dieses besonderen Platzes. In die City gelangt man mit dem Bus. Bilbao ist eine der erstaunlichsten Städte Spaniens. Vollkommen verbaut und industriell verseucht, musste sich Bilbao praktisch neu erfinden und ist heute eine der führenden Kunst- und Kulturadressen. Publikumsmagnet ist das Guggenheim-Museum von Frank O'Leary, das wir natürlich auch wieder besuchen. Und dann genießen wir ein letztes Mal die grandiose Aussicht auf die Stadt. Und am nächsten Morgen geht es weiter nach Frankreich. In Capbreton erleben wir einen tollen Stellplatz direkt hinter den Dünen am Atlantik. Und hier bleiben wir erst einmal. Wir schauen zurück nach Spanien, genießen den wunderbaren Strand, die Wellen und das Wasser. Wir erleben stimmungsvolle Sonnenuntergänge über dem Meer und am nächsten Morgen stimmungsvolle Aufgänge über dem Stellplatz. Wir schauen den Schiffen beim Aus- und Einlaufen zu. Dann müssen wir leider weiterfahren. Statt Périgord und Dordogne, wo es zurzeit unerträglich heiß ist, wählen wir die Nordroute über Paris. Heute geht es zunächst in die Nähe von Tours, nach Saint-Genoux, direkt an der Loire. Und dann kommen wir auch dieses Mal wieder nicht an Paris vorbei. Vom Süden aus fahren wir nach Paris hinein, hinunter zur Seine und zum Campingplatz am Bois de Boulogne. Jetzt, beim dritten Mal in Paris, kennen wir uns hier schon sehr gut aus und wir fühlen uns sicherer auf unseren Fahrrädern. Wir fahren ins Zentrum in die Nähe des Eiffelturms, stellen unsere Räder dort ab und gehen zu Fuß weiter. Wir laufen durch bekannte Stadtteile und besuchen Restaurants, die wir bereits kennen.
ein bisschen fühlen wir uns hier fast schon wie zu Hause. Aber wir entdecken auch neue Dinge, genießen das bunte Leben an der Szene und das riesige Kulturangebot. Teilweise ist der Eintritt in Museen frei, wie hier zum Beispiel im Petit Palais. Wir besuchen eine sensationelle Fotoausstellung von Steve McCurry und wir entdecken neue Parks, wie hier den Jardin du Luxembourg. Eine Maschine der Air France überquert die Autobahn, als wir nach drei wunderschönen Tagen Paris in Richtung Deutschland weiterfahren. Es folgt eine Übernachtung in Paffendorf bei Köln mit morgendlichem Spaziergang durch den reizvollen Schlossgarten. Schließlich ein Abschiedsfoto bei unseren Freunden. Ja, und dann ist unsere Reise fast zu Ende. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Die nächste Reise kommt bestimmt. Ich sage Tschüss und bis bald.